Hallo zusammen und willkommen bei der nächsten Folge zu Divinity Original Sin. In der letzten Folge haben wir quasi einen kleinen Cliffhanger eingebaut, denn wir müssen uns entscheiden, wer von diesen beiden guten Männern überleben soll. Und ich spiele wieder zusammen mit dem Sushi und ich bin der Quark. Hi ho. So, also, ich wollte jetzt nur mal kurz aus der Tür rausgehen, da hat mich jetzt die Eva Maria schon apathisch vollgequatscht. Bitte, diese Männer haben nicht mehr lange zu leben. Na dann. Oh, also, ich bin bereit, eine Entscheidung zu fällen. Ach, wir dürfen zusammen höchstwahrscheinlich eine Entscheidung fällen. Ja, also, ich möchte erstmal soweit jetzt sagen, was ich so gedacht habe. Ja, du, Sascha, entscheide du dich und ich darf mich ja dann höchstwahrscheinlich auch entscheiden. Und dann kommt es ja wieder zu einem Zwiegespräch gegebenenfalls. Aber okay. Du kannst gerne deine Entscheidung erläutern. Ja, na und zwar, der eine ist ja, sag ich mal, ein Kaufmann, der Boris, wenn ich mich nicht irre. Er ist noch recht jung und sag ich mal, hat noch nicht so viel erlebt. Das heißt, der hat noch viel vor sich. Der Stephanos hat jetzt schon sein drittes Enkelkind bekommen. Das heißt, er hatte schon groß gewordene Kinder. Und die haben schon Kinder. Das heißt, er hatte ein erfülltes Leben. Dementsprechend bin ich echt der Meinung, dass der Boris leben sollte. Deswegen Boris. Okay. Ich entscheide mich für etwas anderes. Ah, okay. Ja, der ist jung, der hat zwar noch sein Leben vor sich, aber er hat halt auch nicht so viel zu verlieren wie der andere. Okay. Boris ist beinahe in unserem Alter. Stellt euch vor, in der Blüte eures Lebens wird euch der Chaos gemacht. Ey, wieso habe ich jetzt null schmeicheln? Was ist denn das für ein Mist? Ich hab jetzt keine Punkte, wenn ich... Es kann sein, dass das... du kriegst ja... Wir haben ja jetzt gleich dieses Zwiegespräch, wo wir würfeln müssen. Und ich glaube, je nachdem, wie hoch dein Wert ist, sozusagen, was du dort anwenden möchtest, desto mehr Punkte kriegst du bei einem Sieg. Ist aber ziemlich lame, wenn ich jetzt null habe. Naja, dann mach mal. Ja, wir werden mal sehen. Das erste ist schon total geil. Ja. Wenn ihr beabsichtigt, Stephanos über die Klinge springen zu lassen, werde ich seiner Familie verraten, wer ihn auf dem Gewissen hat. Und meinen besten Knüppel leihe ich seiner Frau gleich auch noch. Okay. Stellt euch die freudenstrahlenden Gesichter seiner Frau und seiner Kinder vor, wenn Stephanos heimkehrt. Wärt ihr da nicht gern dabei? Ich nehme das. Okay. Na gut. Dann. Mann. Na, versagt. Oh, Ach, komm. Das ist überhaupt nicht eingeholt. Du Bob. Na. Nein. wie du mich quasi zerstörst. Auf jeden Fall. Und nochmal. Nein, oh mein Gott, nein. Boris, ich gebe mein Bestes. Ah, du hast so ein Schwein, ey. Ach, verschwinde doch. Tja, nein, Sascha. Boris, nein. Inkonsequent, würde ich sagen. Nun gut, wir machen es auf eure Weise. Well, weiter. That's what you get for trying. So, Stephanos also, in Ordnung. Gut, ich werde ihm den Stein bringen. Ich bin froh, dass wir das Leben eines Mannes retten können. Doch mein Herz blutet für den anderen. Meins auch, Eva Maria. Meins auch. Sie hat hier einen Blutstein. Was? Ihr habt einen neuen Raum in eurer Heimstätte freigeschaltet. Okay. Ich kann jetzt aber irgendwie mit beiden reden. Sehr gut. Oh, ich habe bei beiden gleich viel Sympathie. Ist doch völlig. Oho, mein Retter. Ich verdanke euch alles. Versteht ihr alles? Was wird eure Familie sagen, wenn sie hört, dass ihr geheilt seid? Ich glaube, meine Frau wird in Ohnmacht fallen. Mein Sohn, ein erwachsener Mann, wird mir wie ein kleiner Junge in die Arme springen. Und meine Enkel werden mich fragen, was ich ihnen mitgebracht habe. Hoho. Ihre lachenden Gesichter wiederzusehen. Hoho. Ich freue mich schon wie ein Schuljunge.
Lebt wohl, mein Held. Jetzt, Boris, oh mein Gott, Boris, lasst mich. Ich will meine letzten Momente nicht mit dem Teufel verbringen, der mir mein Leben geraubt hat. Oh. Und ich verfluche jeden eurer Schritte. Ich frage mich, ob der andere auch so reagiert hätte. Aber ich rede mal hier noch mit Telliron, wo der gerade hier noch hier rumsteht. Müssen wir nicht mit Esmeralda nochmal über den Mord sprechen? Eva Maria, meine ich? Das sollten wir auch noch tun, aber ich rede jetzt gerade mal kurz mit Telliron. Ja, aber ja. Wenn man die Menge an Schädelstaub um 2 oder 3% reduzieren würde, könnte die Stabilität unter den richtigen Umständen um das Dreifache erhöht werden. Ich habe ihn wohl gerade in seinen Gedanken gestört. Oh, ein Quellenjäger. Sowas. Ihr seid schon etwas zierlicher als der letzte Quellenjäger, dem ich begegnet bin. Ja, euer Schienbein ist fast 20 cm kürzer und der Umfang eures Bizeps ist nur halb so groß, wenn ich mich recht erinnere. Aber ganz egal, selbst wenn der Orden sein bestes Mitglied nicht entbehren konnte, hat er doch sicherlich denjenigen mit der zweitgrößten Erfolgsaussicht geschickt, oder? Was? Der Typ quatscht eine Scheiße. Ja, so, ich kann ihn auf jeden Fall wieder über den Mord ansprechen und auch über Eva Maria. Sprechen wir über euer Lehrmädchen Eva Maria. Ich will damit nicht sagen, dass sie gar keine Talente besitzt. Nein, sie hat sicherlich ein kritisches Auge und legt eine gewisse Präzision an den Tag, wenn es um schwierige medizinische Entscheidungen geht. Hört sich irgendwie an wie mittendrin. Na, egal. Okay. Ich erwarte, dass sie selbst eine erfolgreiche Heilerin wird, wenn die Zeit kommt. Sie lernt schließlich von den Besten. Der Typ ist ein bisschen überheblich, ja. So. Wisst ihr etwas über den Mord an Jake? Der Ratsherr, ein schrecklicher Verlust. Wir kannten uns zwar nicht besonders gut, aber ich weiß, dass er ein engagierter Staatsdiener war. Meiner Meinung nach handelt es sich um einen einfachen Fall von Eifersucht, der sich in Gewalt gewandelt hat. Die Affären seiner Frau Esmeralda waren ein offenes Geheimnis, wisst ihr? Naja. Okay. So, na gut, dann quatsch mal voll hier die Dinge. Dann rede ich mal mit Eva Maria. Ewiger Dank für eure Hilfe. Doch eure Reaktion auf den Heilstein, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Dann quatsche ich die mal auf den Heilstein an. Diese sonderbare Reaktion, die ihr verursacht habt, blaue Blitze von einem Heilstein, so etwas habe ich noch nie gesehen. Und anders aussehen tut der Stein jetzt auch, als stecke kein Leben mehr in ihm. Ich beginne mich zu fragen, ob eine magische Eigenschaft die Reaktion auf euch überlebt haben. Auf euch überlebt haben? Okay. Erzählt mir von euch. Telrion ist nun schon geraume Zeit mein Meister, aber als ich die Aufgabe erhielt, die Rolle der Götter zu übernehmen, da habe ich zum ersten Mal meine Tauglichkeit für die Arbeit in Frage gestellt. Ich habe eine Leidenschaft für diese Arbeit, wisst ihr? Eine Leidenschaft, alles in Ordnung bringen zu wollen. Von der Heilung einer einfachen Fleischwunde bis zum Schutz einer ganzen Stadt, die von einer tödlichen Krankheit befallen ist. Welches Recht hat so etwas Triviales wie eine Wunde oder so etwas Sinnloses wie eine Epidemie, einem Menschen sein Leben zu nehmen? Ja, ich bin dann mal weg. Cool, wie ich die auf den Mord ansprechen kann. Sehr, sehr gut. Aber ich denke auch mal fast, dass die nichts damit zu tun hat, weil ich meine, wenn du jetzt hier guckst, diese Quest mit dem Stein und so, das war ja wieder was ganz anderes, also ich denke mal. Ich habe jetzt aber einen, warte mal kurz, ich habe einen Schlüssel geklaut, ich versuche mal, ob ich hier hin, ja, ich komme hier rein. Haha, okay. 90 Erfahrungspunkte. Okay, dann schau mal, ob du was findest, ich rede mal kurz hier mit dem Schaf, mit mir noch mal anderes. Ja, stimmt, da ist noch ein Schaf, okay. Ich werde die Truhe mal knacken. Oh, ein Dolch. Ein Holzschild und noch ein Dietrich. Das hat sich ja schon mal sehr gelohnt. Oh, bäh. Wenn ihr denkt, dass schwarze Schafe seltsam sind, dann versucht es mal mit dann versucht es mal mit Wehrschaf. Ich bin dann mal weg. Was? Er ist ein Wehrschaf. Oh, ein Huhn. Das muss ich noch ansprechen. wenn das nichts weiß. Hühner wissen alles. Ja. Alles. Die heiligen Hühner. Gacka. Was in aller Welt will ein Leichenbestatter mit jemandem wie Hoggett? Ende. Meine Güte, was für ein episches Huhn. Ja. Ich denke, der Mord ist aufgeklärt. Auf jeden Fall. Das Huhn, oder rede mal mit dem Aschehaufen hier, den du hinterlassen hast. Ich denke, er ist nicht so sonderlich gesprächig. Sushi, hier. Ja, gehen wir jetzt mal Tür zu Eva Marias Haus. Oh. Wir werden es mal besichtigen. Gute Idee. Stufe zum Schloss knacken zu niedrig. Ist hier die Tür vielleicht hier drüben? Ich gucke mal.
Stufe zum Schlossknacken zu. Jetzt habe ich keine Dietriche mehr im Übrigen. Und hier drüben hast du sonst nichts weiter gefunden, ist vielleicht irgendwie. Also, okay, Taschendiebstahl kannst du noch nicht, oder? Doch, kann ich. Du bist der die schlechte Sympathie kriegt. Ich drück dir die Daumen. Ja, ich gehe mal nochmal zur Eva Maria und werte ihr mal in. Genau, das hätten wir bei dem Hauptmann Aurelius ja auch mal machen können. Ja. Das Problem ist, ich muss mich halt irgendwie in der Nähe von ihr tarnen. Und dazu ist es halt sehr gut, wenn die. Dann rede ich mal mit ihr. Das eine. Warte mal, warte mal, warte mal. Okay, ja. Ah, Wache, erteilt diesem Halunken eine Lektion. Oh, Kampf. Huch! Das wunderbar. Ist scheiße. Ob die uns jetzt beide. Wir werden jetzt sowas von auf die Fresse kriegen. Höchst wahrscheinlich. Ach, der. Guck mal da, der kommt auch noch mal gucken. Das ist ja richtig mies, ey. Kann man irgendwie sagen, Leute, Leute? Ich hab mich verdrückt oder so? Ja, ich hab mich verdrückt vor allen Dingen. Ja, viel Spaß, Sascha. Ich Sushi, ich tarn dich mal. Also hier fliehen, vielleicht kann man da irgendwie. Was ist, wenn ich hier Waffe weg? Also ich will die nicht töten. Bin... Ja, dann steck doch mal die Waffe weg. Geht nicht. Boah, scheiße. Oh, nee, ey. Das... Na gut, okay, konnte man ja nicht wissen. Egal, dann gibt's es halt auf die Fresse. Na, ich weiß ja nicht, ob die uns überhaupt töten oder ob die uns einfach nur K.O. schlagen und dann uns, keine Ahnung, berauben. Ich würde sagen, wir kämpfen, wa? Ja, kämpfen wir. Ja, wir versuchen gerade einen Mord aufzuklären, ne? Ja. Und so ein Level Fragezeichen. Bring hier erstmal die halbe Stadt um. Sehr gut. Tyrion ist lustig, so wie es aussieht. Ja gut, die haben sich gerade selbst getötet. Ach, auch nicht so schlecht. Ja. Mal gucken, ob du jetzt stirbst. Fast. Oh Mann. Ist irgendwie hinter denen? Paralysier ihn! Achso, das ist eine gute Idee, aber ich kann gerade nicht. 13% Trefferchance bei dem Typen. Wahnsinn! Ah, das Gift ist irgendwie... Alter, der Typ ist ja Hammer. Ja, wir werden sowas von des Todes sein. Ja, wann haben wir das letzte Mal gespeichert eigentlich so? Keine Ahnung. Ich auch nicht. Wir werden es sehen. Also Leute, merkt euch, wenn ihr jemanden beklaut, schlecht. Ja, beklauen böse. Und vor allen Dingen, wenn ihr Totenkopf Leute beklaut, noch schlechter. Oh, den Legionär, den hat es auf jeden Fall verbrannt. Alter, 48 Schaden hat der mir gemacht. Oh, gelähmt und 41 Schaden. Na ja. Sehr gut. Lass den Typen mal bluten, ja. Bäh, Blut. Blut und fehlgeschlagen. War zu erwarten. Ich glaube, du bist tot. Ich denke, es wäre das Klügste, wenn wir sterben und dann es lädt vom letzten Mal. Also. Na, ich weiß nicht, vielleicht wenn wir irgendwo respawnen quasi. Ich weiß nicht genau, wie das hier bei dem Spiel funktioniert. Ich denke mal, du wirst aber jetzt sterben. Warte. Mal sehen. Ach, du bist versteinert. Oh, versteinert. Auch gut. Jetzt warst du tot. Ja. Die Gruppe wurde besiegt. Viel laden. So. Autosave 21.16 Uhr. Ja, mach mal. Gucken, wo wir da sind. Ah, nee, hier ist noch spät. Hier ist was 22 Uhr.
Warte mal. Und wann das überhaupt war. Weil 2116 ist so scheiße. Das ist ein bisschen länger her schon. Ja. Das ist sehr viel länger her. Ja, aber das ist das Aktuellste. Ja, dann lad mal. Oh, ist das... Naja, gut, konnte man nur nicht riechen. Nicht so wirklich. Und vor allen Dingen, dass man dann... Also, es war ja jetzt nur ein Taschendiebstahl. Dafür wird man ja normalerweise nicht gleich hingerichtet. Und okay, ist Mittelalter. Also, da wurde man für ganz andere Sachen hingerichtet. Ja, ich meine, hätten sie uns die Hände abgehackt oder so, wisst ihr? Wie man ja, das gut, halt das so wäre das wär humaner gewesen. Richtig. Dich haben sie versteinert und dann verprügelt. Ja. Ist jetzt aus Stein, aber du kannst trotzdem noch Schmerzen spüren. Genau. Ach, wunderbar, mal gucken, wo wir jetzt hier sind. Ja, ach. Naja, in der Taverne. Ach, gut, nein. Dann, hier, dann gehen wir mal schnell... Warte mal, ich rede hier nochmal mit diesem Typen. Ich werde das jetzt hier mal schnell durchklicken. Aber dann ist gut, dann kann ich mich nochmal diesen Herzlosmist mit dem Grab machen. Kann ich mich diesmal entscheiden, nein, ich will das nicht. Genau. Achso. Was? Du musst doch das aber jetzt genau... Achso, du musst übrigens noch mit mir reden. Zwecks über den Mord von mit Victoria, mit der Statthalterin quasi. Mit der Bibliothekarin, so rum. Gut, da waren wir ja gleicher Meinung. Richtig. So. Genau. So, geh jetzt mal das Grab ausschaufeln. Mach mal, du kannst ja mal auch mal gucken. Vielleicht explodiert es bei dir ja nicht. Genau, es passiert was anderes. Heiltower. Level up. ich wollte noch zwei Dietriche kaufen. Ausgleich. Ach, na toll, jetzt muss ich nochmal den Schlüssel klauen und... damit ich das den Dolch nochmal bekomme. War der denn so wichtig? Ja, es war halt ein blauer Dolch. Also ich habe irgend so ein... Es macht höchstwahrscheinlich mehr Schaden als mein Dolch, den ich besitze. Ja gut, so wild war das ja jetzt hier nicht gewesen. Also wir sind ja quasi wieder... Achso, jetzt quatscht mich die Esmeralda voll. Ich bin bereit, eine Entscheidung zu treffen, ne? Mach ich jetzt mal. Oh, warte, ich muss mal hier mit dazu. Okay. Dann auch, ja, stimmt, diesmal. Warte. Blablabla. Du hast nochmal deine Chance. Aber eigentlich müsste ich ja gewinnen. Okay, na dann, machen wir wieder, dass du gewinnst, weil, Ja, genau. Ja, ich nehm Schere, okay. Oder nimmst du Papier halt. Okay. So, und dann sind wir doch schon wieder auf dem gleichen Stand sozusagen. Aber das Grab hebe ich trotzdem nicht aus. Nee, brauchst du nicht. Juhu. Guck mal, da ist der Schlüssel zu Tellerons Hinterzimmer. Ja, da, den habe ich vorhin geklaut, alles gut. Ach so, das war der. Also jetzt muss die junge Dame da bloß nochmal rausgehen. Ich mir den hier nehmen kann. Warte, speichern. Okay. So. Ja, ich hab den Schlüssel schon. Nice. Auch noch was? Ich taufe ein blaues Zeug rum. Stinkender Mantel. Ach, den nehme ich mal mit. Sehr gut. Mach mal hier die Tür zu. Ja, mach mal. Oder quatsch die mal voll, weil die rennt jetzt die ganze Zeit hier rum. Ja, guck mal, ob du was findest. Sind da gerade beide. Gut, die geht zurück, ich labere sie voll.
Ja, ich bin jetzt hier eben im Zimmer drin, da kommt die nicht rein. Ich hoffe mal, da liegt jetzt dasselbe Zeug drin wie vorher und nicht irgendwas anderes. Nee, es liegt dasselbe drin. Nee, jetzt liegt ein Schwert drin. Oh. Narf. Ach, so ein Kurzschwert. Gut, könnte ich gegebenenfalls ja als Räuber oder Dieb, Schurke, was auch immer, auch tragen. Gut, ich werde mal versuchen, die Esmeralda nicht zu... wie heißt du nochmal? Die Ich war Eva Maria. Maria nicht zu bestehlen. Das ist nicht Ob so dir das gut. gelingen wird? Well, what's this I've spotted? Das Grab glänzt auch so. Guck dir das mal an. Ja, wir müssen... das ist wie so eine Rabe, so. Oh, es glänzt, es glänzt. Genau. Aber ich könnte mir da eigentlich zweimal herzlos holen, ne? Ja, wenn du das willst, kannst du das tun. Das ist eine sehr gute Entscheidung von mir. Ich werde mich daneben stellen und zugucken. Ich habe gar keine Schippe. Ich werde dich mit einer Schippe bereichern. Gib mir diese Schaufel. Einfach Rechtsklick und dann übergeben oder Und was? Ja. erledigt. Bereits erledigt, sehr gut. Schaufel es aus. Geh noch mal ein Stückchen weg, bitte. Das explodiert echt krass. Ich wollte gerade mal Schriftrollen lesen, aber gut, dann retze ich dich erstmal. Tu Wo dies. Ist denn das hier? Schriftrolle der Wiederbelebung. Nochmal drauf drücken. Nicht das Schaf, mich. Danke. Ach, die gute alte Grabräuberei. Und fühlst du dich jetzt besser, du Grabräuber? Na, ich habe ja zweimal den Status herzlos bekommen. Das ist doch schon mal ganz gut. Wenn So, ich... jetzt würde ich sagen, lass uns mal gucken, ob wir in dieses Spinnenweben-verseuchte Haus reinkommen. Ach stimmt, wo waren das jetzt gewesen? Such gerade. Ja, über dem kleinen Häuschen, also beim Brunnen hier. Ah, ich sehe es schon. Sehr gut. Ja, mal gucken, was das überhaupt für ein Haus ist. Ich würde dir gerne Glück. irgendwo Gegenstände identifizieren lassen. Die Frage ist, wo funktioniert das? Wo geht das? Keine Ahnung. Ich auch nicht so richtig. So. Ich tarne mich mal. Als Stein. Geöffnet. Fabelhaft. Komm rein. Verlassenes Haus. Ein Erst Menü. schmilzt Band 3. Okay. Oh, hier ist eine Falltreppe, eine Falltür. Hier ist auch noch eine Truhe. Die werde ich mir mal gönnen. Ach, das ich nehme die Gemälde mit. Tu das. Oh, eine Keule und ein Schwert, ein Bastardschwert. Ich kein Buch der Verstärkung. Oh, geil! Ich hab ein. Du hast einen Knopf gefunden. Ja, Mann, jawoll, Junge. Soll ich den Knopf mal drücken? Drück mal den Knopf. Ah, geht die, okay. Wahnsinn. Was hast du das Fähigkeitsbuch? Was macht das? Lesen. Verleiht. Oh, ich kann dich dann rüsten. 100% Wahrscheinlichkeit, den Status-Effekt verstärkt zu verursachen. Rüstungsbonus von 5, plus 65. Benutzen. Joa, mach mal. Habe das Buch nun benutzt. So, lass uns jetzt mal die Falltür betätigen. Oh, so sei es. Okay. Das ist schon mal gut, es wird auf jeden Fall schon mal gespeichert. Ja. Da war eine Ratte. Rede mit ihr. Ja, wo ist sie? Da hinten in der Ecke. Eisenerz. Rede mit Komm, der Ratte. Ratte. Oh, hier ist ein Tagebuch. Boote können niemanden einsperren. Ich habe ein Tagebuch gefunden, das werde ich mal lesen. Gut. Der Umschlag des Tagebuches ist aufgequollen und verwittert. Es knackt und knirscht, als ihr eine vergilbte Seite aufschlagt. 3 Punkte Rubren. Ich denke mal, das wird irgendwie die Tage, Jahre, Monate, was auch immer sein.
Sie wälzen sich durch den Tunnel wie große, schleimige Ratten. Schon bald werde ich ihre Schritte hören, ihr Schlagen an meiner Kellertür, das die Schmiede von Cysel hierfür schließen wird. Diese Türen, die seit 100 Jahren die Schneeriegen wie bei Sonnenschein offen stehen werden, wegen einer Schar lebender Knochen geschlossen. Ruben 4. Heute werden die letzten Feuer in meiner Schmiede brennen. Ich habe zahlreiche Fallen gebaut. Ich habe gehört, dass die Untoten kein Feuer mögen. Also werden sie eine Menge abbekommen, wenn sie es wagen, zu diesem Keller zu kriechen. Ich hoffe nur, dass keine Unschuldigen diesen Keller betreten, bevor die Fallen zugeschnappt sind. Aber dieses Risiko muss ich leider eingehen. Ich würde mal sagen... Wir hatten die Tür, oder? Oh, ich habe einen... bekommen. Ja, also ich würde mal sagen, hier sind irgendwo Fallen. Gut. Und da verschlossen. Sehr gut, ich habe keinen Dietrich mehr. Brillant. Würde ich mal sagen, gehen wir erstmal einen neuen Dietrich kaufen. Ja. Und dann gucken wir mal, was da unten in dem Keller ist. Da hinter diesem Gemälde der Knopf war, würde es mich fast nicht wundern, wenn man auch von der anderen Seite kommen könnte. Der Gemäldeknopf hat quasi die Tür geöffnet. Ja, aber wir mussten erstmal reinkommen. Was bringt's denn uns, wenn wir drin sind und Knopf sich finden, um rauszukommen? Das ist eine sehr gute, keine Ahnung. Da habe ich irgendwas zum Verkaufen. Das Buch habe ich bereits gelesen. Das Tagebuch behalte ich mal. Inaktive komische Steine. Ich werde mal Ich habe dir übrigens ein Buch geschickt mit einem Schmiederezept. Das könnte dich vielleicht interessieren. Ja, also Schmieden wollte ich ja machen, so oder so. Ja, habe ich mir gedacht. Ich werde erstmal die ganzen Pfeile hier verkaufen, weil die brauche ich nicht wirklich. Dann habe ich jetzt hier noch zwei Zaubersprüche für dich, die werde ich dir dann gleich mal geben. Oh, schick. Also es sind halt bloß so Schriftrollen, aber es ist ja trotzdem okay. Dietrich da. Zwei Stück hätte ich davon gerne. Ob ich von der alten Feuerzauber lernen kann? Weiß ich nicht. Gucken. Gibt's ja eine Menge Bücher. Duft. Ich versuche schon mal die Tür zu knacken, ne? Ja. Ja, da ist das Haus von der... Genau, da oben ist mein... Na, ich muss bloß mal jemanden finden, der uns Sachen identifiziert. Ja. Wo ist mein Mann jetzt hier? Ach da, okay. Toll. Eis, Blitze, Heilung, aber kein Feuerzauber. Okay, ungut. Ja, Feuerzauber wäre halt cool, wenn wir mal wieder aber so eine Vergiftung hätten. Würde ich hier meinen Heilzauber kaufen, wa? Ja, das wäre auch gut. Die Frage ist, ob ich den überhaupt kann. Wasserbasiert. Hydrosophistisch. Kann ich zwar noch nicht, aber kann ich ja dann lernen. Gut, also ich habe die Tür hier unten auf jeden Fall aufgebrochen. Ich warte dann mal auf dich. Okay. Okay, so. Heilzauber noch schnell lernen. Oh, hier drinnen brennt schon ein Skelett. Das sieht irgendwie nicht so gut aus. Achso, ich brauche erstmal ein Level ab, dann kann ich den lernen, habe ich ja eigentlich selbst erzählt. Egal. Achso, brauchst du eine andere Fähigkeit sozusagen für? Ja. Frage mich, ob wie das dann ist, weil jetzt habe ich ja irgendwie die Fähigkeiten alle auf 1, was man braucht, um die auf 2 zu ziehen. Da brauche ich dann 2 Level-Ups, um 1 zu erhöhen, oder wie? Ja, du brauchst dann halt 2 Punkte, dann 3 Punkte, dann 4 Punkte und so weiter halt, ne? Um das zu erhöhen. Okay. Gut, na dann. Überall nichts. Eine Falle sehe ich bis jetzt auch nicht. Mach mal das Feuer hier an. Oh, die Preisen waren. Ja. Direkt jo. Gelähmt. Gelähmt fehlgeschlagen. Hier ist ein Hebel. Du solltest ihn bedienen. Okay, was immer er auch getan. Ah, Blick. Okay.
Das sieht ja einladend aus. Ja, auf jeden Fall. Rangstufe 10. Willst du nochmal speichern kurz? Ich würde gerne diesen Schrank hier töten. Lass uns den Schrank schlechten. Wir schlechten den Schrank. Oh, Entschuldigung. Oh. Das war ordentlich einer gegeben, ey. Warum willst du jetzt nochmal den Schrank töten? Weil er Leben hat. Achso. Sehr clever. Jetzt nicht mehr. Ja, ich hab. So, speichern? Ach, du kannst mich nicht heilen, hast du gesagt, ne? Noch nicht, aber... Na gut. Wurscht. So, oh. Schnell. Erschlossen, sehr gut. Ja, ich habe noch einen Dietrich. Ich weiß ihn zu benutzen. Geöffnet. So, hier ist nochmal so ein Klickteil. Ich denke, wir werden dies nicht aktivieren. Doch, haben wir. So, zum Thema. Boah! Gut, dass du das gemacht hast. Ja, war schon mal sehr clever. Ich habe einen Schmiedehammer gefunden, den kann ich dir dann auch überreichen. Na, ich habe schon mehrere Schmiedehämmer. Ah, gut, die Hebel deaktivieren das. Ah, okay. Da haben wir... Ich habe irgendwo eine Ratte gehört. Ich habe es auch gehört, ja. Boah. Gut, gut. Wo bist du denn jetzt? Wir sollten auch noch die... Wir sollten auch noch dieses Ölfass benutzen, um noch mehr Schaden zu verursachen. Boah, achso, Verbrennung fehlgeschlagen. 8 Schaden hat das gemacht. Naja, das geht ja. Hier ist übrigens eine Falltür. Komm zu. Ja, bin auf dem Weg. Dann werden wir mal sehen, was dort auf uns wartet. Hier haben wir noch das Gold auf, was da liegt. Ich denke mal fast, das kommt von der Ratte. Weil sonst was anderes war ja nicht hier, was töten konnte. Ja. Oder getötet werden konnte. Egal, runter. Ja. Oh, ein Skelettbrenner. Ja, okay, der ist Level 2. Warte mal, werden ich werde mich tarnen. Ich habe ihm erst mal eine gegeben. Meine Güte, der hat reichlich Leben. Ach, du bist jetzt dran erstmal mit Zaubern, ja? Warte mal. Auf der Einziege. Ich will sehen, ob ich langsam eigentlich rankomme, um dir diesen Boost-Zauber zu geben. Ja, mach mal. Was macht der? Der Rüstung. Und der bewegt sich auf mich zu. Fabelhaft. Ah, okay, hier sind gerade noch 3 Skelette aus dem Boden gespawnt. Was macht das hier? 100% maximal AP plus 4, Anfänger AP plus 4, AP Erholung plus 3. Das gebe ich mal. Ach, ich habe jetzt auch eine Verbrennung bekommen. Ungut. Ich sollte mich daraus bewegen. Der Skelettbrenner hat sich gerade zufällig geheilt. Okay, ist ja wieder voll, ja. Ungut. Oh, okay, deine Spinne hat ihm auf jeden Fall ordentlich eine mitgegeben. Boah! Jo! Jo! Oh, deine Rüstung ist ja, die ist sehr gut. Danke. Naja, gut, bring mich, wenn sie dich mit Feuerzaubern hier, gut machen. Mein Gott, die halten aber ordentlich aus hier, die Mist. Oh, du bist halt brennst. Da kann ich dich mit Rüstung verstärken, wie ich will. Na, es ist nicht so schlimm, das passt schon. Also wir sind ja eh so gut wie des Todes. Ja, deine Spinne übrigens auch. Bam! Was? Ist das vielleicht gewandelt? Der war fast tot. Achso, okay. Ja. Na, ich glaube, jede Bewegung in dem Feuer da ist ungut. Gucken wir mal. Boah. Okay, er hat zweimal verfehlt. Nice.
Auch wie oft kannst du angreifen? Ich könnte dann nochmal angreifen. Oh, krass. Oh, hier liegt ein Buch Fähigkeit der Wundheilung. Ja, das ist eher für dich. Ja. Also, haben wir ein Wasserfass irgendwo rumliegen? Schriftrolle der Erfrierungsimmunität. Das wäre cool, ja. Aber gut, ich konnte es so aufheben. Oh, warte, warum Kettenrüstung? Schriftrolle der Kurzschwert eigentlich, okay. Ich würde dann aber auch mal sagen, dass wir die Folge dann jetzt beenden, nach diesem erfolgreichen Kampf, und dann die Höhle weiter erkunden in der nächsten Folge. Ich danke auf jeden Fall fürs Zugucken, hinterlasst eine Bewertung, schreibt uns einen Kommentar und vielen Dank fürs Zugucken. Jo, danke euch. Ciao.